Jawohl, Leute, herzlich willkommen zu Nummer 7 von Metal Gear Solid. Was ist passiert? ich weiß es wirklich nicht mehr. Moment, wir sind hier. Wir haben Otacon getroffen, der Wissenschaftler von Metal Gear war, haben gegen den Cyber Ninja gekämpft und haben dabei nebenbei erfahren, dass das Gray Fox ist. Gray Fox ist, wie wenn manche das nicht wissen, der Soldat, den wir in Metal Gear 2 Solid Snake besiegt haben, der unser Feind war. Das war ein Kamerad, ein Kamerad von hier, Solid Snake. Und wo war dann im zweiten Teil der Metal Gear Saga sein Endgegner sozusagen, da er Big Boss Vision verfolgen wollte und verwirklichen wollte. Und Solid Snake hat es wieder verhindert. Der sollte eigentlich tot sein durch den komischen Nanoanzug und durch die Experimente der Nanoteilchen. War er sozusagen noch am Leben erhalten worden. So, unsere Aufgabe ist es wahrscheinlich jetzt, Meryl zu treffen. Wir müssen sie nur finden, weil sie noch versteckt ist. Wurde aber natürlich irgendwie gefunden. Und ich würde sagen, wir gehen einfach los. Und ich muss zugeben, obwohl ich mich nicht mehr erinnern kann und nur diesen Raum sehe, konnte ich mich ja doch an irgendwie alles erinnern, was da eigentlich soweit passiert ist. Okay, aber ich würde sagen, wir starten los, gehen los und es sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, alle sind immer noch hier tot. Naja, wäre auch eine Überraschung, wenn sie jetzt wieder am Leben wären. Ich finde auch ein bisschen komisch so mit dem Arm so nach vorne war. Naja. Natürlich ist das Gas wieder. Ja, aber erstmal muss ich ja rein. Ja, natürlich ist das Gas. Oh, verdammt, das habe ich ganz vergessen. Das war meine Schuld, das tut mir leid. Wir haben jetzt die Sicherheitskarte Nummer 4. Ich glaube, entweder können wir da schon irgendwo rein. Hier ist Nummer 6. 3. 4. Nee, ich glaube, da waren wir aber schon drinnen. Gleich wie vor. Infrarot? Nee. Nee. Okay. Nachtsichtgerät. Aha. Das haben wir also aufgenommen. Die Box haben wir immer noch. Super geil. Aber erstmal wieder. Ach, verdammt. Ja, wir haben ja schon eine. Hier ist die 3. Hier ist auch die 3. Und hier ist die 6. Das müssen wir uns merken, wenn wir nur die 6 haben. Dass wir wieder zurückkommen können. Hier ist auch nur die 3. Hier ist die 4. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel wir. Naja. Slanggranaten. Ja, die brauchen wir aber erstmal nicht. Ja, ich will eben nichts verpassen. Oh, eine Aktion, sehr gut. Wir wurden ja gerade getroffen. Unglücklicherweise. Und können durch. Alles klar. Da haben wir natürlich noch eine Ration, die brauchen wir nicht. Hier ist der Fahrstuhl. Ja, alles soweit erledigt. Jetzt müssen wir nur noch in B1 rein. B1. Denn hier müsste sie sein. Müsste. Nur wo genau? Aber ich habe da schon eine Vermutung. So, hier ist er auf Klo. Okay, hier sind zwei Wachen.
Wenn ich mich noch recht erinnere, ist das so, dass wir sie nie nur alleine antreffen sollen und dass keine zweite Wache da sein soll, weil sonst werden wir angegriffen von ihr. Man muss sie schon alleine antreffen. So, da hinten, der läuft schon mal raus. Ich glaube nämlich, ja, das ist, ich weiß es nicht mehr. Der da hinten, der jetzt rauskommt, der ist es nicht, also sie ist es nicht. Und man erkennt sie auch teilweise an den Gang. Ja, was das jetzt genau heißen soll. Ob das jetzt an den Animationen... Ich meine, wir kennen ja das Video, wo wir sie das erste Mal getroffen haben, dass man dann schön den Blick auf den Hintern hatte und der schön nach links und nach rechts gewackelt ist. Hoffentlich sehen wir den hier auch. Ich war ja jetzt zweimal da und da müsste jetzt gleich einer... Ja, da kommt einer raus. Das ist jetzt ganz schön gewagt, wenn ich jetzt da rausgehe und sie hier ist. Ich hoffe doch, dass sie es ist. Nee, glaube ich nicht. Ich meine, da qualmt sogar. Hallo? Wenn es qualmt und derjenige steht da... Doch? Ah, also doch. Man hat es ein bisschen am Gang gemerkt, dass es ein bisschen komisch war, wie sie gelaufen ist. Eigentlich wollte ich aus dem Sichtkegel rauslaufen, aber dann ist sie mir schon so entgegengekommen, dass sie mich gesehen hat. Aber sie ist auf die Frauentoilette gelaufen. Also war sie es auf jeden Fall. Ah. Ja, die Steuerung. Na, gut. Wir wissen, dass sie da drin ist, also würde ich mal sagen, wir gehen rein. Es ist das zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Sie sind Meryl. Sie könnten sich unmöglich lange als Mann ausgeben. Was soll das heißen? Hey, Männer sind hier nicht erlaubt. Ich wusste nicht, dass Sie so feminin sind. Das ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Derselbe kluge Mund. Sie sind Meryl, kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ja als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses? Nicht echt, nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Mit Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei. Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. All die Helden, die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Sie sind doch ein Hellsnake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Im Krieg gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Toten komme. Dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er je endet. War das schon immer bei großen Soldaten so? Wieso haben Sie mich nicht kontaktiert? Mein Codec war kaputt. Wirklich? Reicht Ihnen nicht, dass wir uns so getroffen haben? Egal, wie haben Sie mich denn erkannt? Eine Dame vergesse ich nie. Ich wusste es, Sie haben was für mich übrig. Ja, ich habe was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm?
Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. Zwei Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear, oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel? Diesen hier? Wo sind die anderen? Es sollten drei sein. Ich habe nur den. Wo sind die beiden anderen? Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Metal Gear ist in einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit, ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur. Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ich behindere Sie nicht, das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugeln. Okay. Ich bin vorsichtig. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater, er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Sehen Sie sich gut an. Das ist für eine Weile Ihre letzte Chance. Und waschen Sie sich Ihr Gesicht. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmerfraß. Ja. Funktioniert die FAMAS? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager. Eine 50er Action Express. Da war auch eine SOCOM-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Sehr interessant. Wurde natürlich sehr ausführlich hier gesprochen, dass sie doch mehr männlich als weiblich ist. Aber steht natürlich voll und ganz auf Snake. Seltsam. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Ja, ich halte Ausschau. Gut, jetzt haben wir die Levelkarte 5. Und können... Ach, verdammt, 6 kann ich noch nicht. Doch, da hinten aber. Aber 4 können wir noch. Was haben wir hier? Carbonbox? Moment, ich muss die ausprobieren. Yeah, Carbon. Nein. D. Die hatten wir schon gehabt. B. No. Damit kann man sich natürlich auch in einzelne Bereichen des ganzen Spiels beamen. Ist. Naja, ich weiß. Hier komme ich noch nicht rein, ja, ich weiß. Aber hier komme ich schon rein. Oh. Das, Farmer. Oh. Was ist das hier? Hm? Beruhigungsmittel verhindert kurzzeitig ungewollte Zittern. Aha, das heißt also, damit kann ich besser zielen oder was? Sehr gut. Nein, so komme ich nicht mehr raus, ja. Andere Seite, 4 und 3. Ja, ich gehe mal in die 4 nochmal. Ich glaube, da war ich auch noch nicht. So, was haben wir hier? Eine Ration. Boah, wie viele Rationen kann ich denn mitnehmen jetzt? Farmers Bullets. SOCOM Bullets.
Alles Mögliche. Oh, ich habe nur 2, ey. Krass. Ich dachte, ich habe mehr. Mist. Ah ja, was gibt's hier nochmal? Nikita, so komm. Gibt's hier keine Ration mehr? Was ist denn los hier? Sonst gibt's doch hier 1000 Sachen zum Aufsammeln. Gab's irgendwie noch Level 5? Wo ich noch nicht war? Snake, was machen Sie? Wir müssen zum Ziel. Ja, ich weiß, dass wir dahin müssen. Mensch. Hi. Guckt sie mich eigentlich die ganze Zeit an? Ja, verdammt. Na gut, dann gehen wir zum Zimmer des Commanders. Mein Kopf. Ah, das tut weh. Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Sie begehren mich doch, oder? Was zum... Gefalle ich Ihnen? Umarme mich, Snake. Was denn nun los? Komm schon. Lass uns Liebe machen. Snake, ich will dich. Wer ist das? Magst du keine Mädchen? Snake. Meryl ist nicht sich selbst. Nicht schießen. Es ist Psycho Mantis. Er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Okay, wir haben gerade gesehen, was passiert ist. Psycho Mantis ist jetzt unser Gegner. Relativ schnell, wenn man da überlegt, dass wir eigentlich vor kurzem den Cyber Ninja hatten. Aber gut, wir müssen erstmal Meryl K.O. hauen. Und das können wir eigentlich nicht machen, weil sie ja selber noch Energie hat. Deswegen müssen wir das eher mit einer... Flashlight machen, also Flashgranate. Müssen wir nur schnell machen, weil sie schießt nämlich auch auf uns. So. Jetzt haben wir sie erstmal K.O. gehauen. Jetzt müsste es eigentlich soweit sein, dass wir Psycho Mantis gegenüberstehen. Nutzlose Frau. Optische Tarnung, hm? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Du zweifelst an meiner Macht. Jetzt werde ich dir mal zeigen, warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Ich bin Psycho Mantis. Richtig, das ist kein Trick. Es ist Macht. Nutzlos, ich sagte es schon. Ich kann deine Gedanken lesen. Lass mich deine Gedanken lesen. Oder nein, vielleicht deine Vergangenheit. Du gehst methodisch vor.
immer erst die Reifen checkt, bevor er losfährt. Aber im Kampf bist du nicht sehr effektiv. Du bist sehr vorsichtig mit Fallen. Du glaubst mir nicht. Ich werde mir mehr Mühe geben. Keine gespeicherten Spiele. Ein völlig leerer Speicher. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Traum.